Fritsje Herman. Ja. Landis Werner. Ja. Lapli Theofiel. Lapli Theofiel. Hier bin ich, hat der Vetterle Paul jedes Jahr zum Gefängnisdirektor gesagt, weil er froh war, wenn er wieder einen warmen Unterschlupf für den Winter bekommen hat. Darum hat er immer wieder etwas Neues gepostet. Aber ich habe nichts verbrochen. Ich bin unschuldig. Komplett unschuldig. Du hast im Gericht Schnuppenwurst, ob er unschuldig ist oder nicht. Im Gegenteil, sie haben die Schuldigen noch viel lieber, mit denen haben sie nicht so viel Scharereien. Darum wird das Gericht auch wütig, wenn er nicht mehr behauptet, er sei unschuldig. Er hat schon manchen zum Tod verurteilt. Das kann ich Ihnen auch blühen. Dummer Quatsch. Was Quatsch? Wenn Sie vor Divisionsgericht kommen, sind Sie vielleicht morgen schon ein Leich. Morgen habe ich noch Geburtstag. Gratuliere ich Ihnen heute schon. Lapli Theophil zum Verhör. Nehmen Sie dort zuerst den Herrn Flöbacher dran. So, los jetzt. So, vorwärts jetzt, keine dummen Sprüche. Ja. Eine geheime Glasidee, oder? So, vorwärts jetzt. Geht der nachher unter Fürchis Recht. Nehmen Sie Platz. Ja, ich bin so frei. Sie sind also der Lepli Theophil. Ja, Herr Untersuchungsrichter, nehmen Sie doch zuerst den Herd, der bei mir in der Zelle ist. Er hat 5 Kinder und ist unschuldig. Antworten Sie auf das, was ich Sie frage. Auf was? Ob Sie der Lepli Theophil siegen. Ja. Geboren am 23. Oktober 1894. In Buchten, Kanton Basel-Land. Jetzt ist er schon 3 Tage da, ohne ein einziges Mal verhört worden zu sein. Und so die da ins Geschäft und daheim wissen sie auch nicht von ihm. Schwätzen Sie kein Blech und passen Sie auf. Sie, das ist kein Blech. Und morgen hat er noch Geburtstag. Könnte man jetzt nicht morgen ein paar Stündchen heimlaufen? Kümmern Sie sich nicht um andere Häftlinge und passen Sie auf. Wenn er doch unschuldig ist. Ob ein unschuldig ist oder nicht, hat einzig und allein mir zu bestimmen. Das haben wir auch gesagt. Ich habe ihm alles auch gesagt. Er hat gesagt, es ist schon manchen unschuldig verurteilt worden. Sogar schon zum Tod. Hat ihn alles nicht bewegt. Zum Beispiel der heilige Sebastian. Hä? Sagen Sie, sind Sie eigentlich schwachsinnig? Ja, ein bisschen schon. Besonders zu oben nach dem Nachtdachen spüre ich es hauptsächlich. Und die Jungfrau von Jeanne d'Arc, wie haben Sie es da gemacht? Hä? Ja, ja. So, passen Sie jetzt auf. Er stumpft dann die ganze Zeit. Wissen Sie, dass Sie wegen einem schweren Delikt unter Anklage stehen? Was ist jetzt wieder ein Delikt? Sie haben scheinbar die Bevölkerung gegen die Landesverteidigung aufgewirbelt. Aber da ist aber schön gelungen. Eieieiei, haben Sie das gehört? Im Gegenteil, ich habe ja da verspöttelt, was die Öffentlichkeit aufgewirbelt hat. Aber so etwas. Ja, sagen Sie, sind Sie Mitglied von der Kommunistischen Partei? Nicht, dass ich wüsste. Haben Sie irgendwelche Beziehungen zur Kommunistischen Partei? Nein, ich habe nur ein bisschen Beziehungen zu der Frau, wo ich bei Ihnen wohne. Aber ganz, ganz harmlos. Er denkt, er hat etwas anderes da. Nein, nein. So, reden jetzt. Sagen Sie, sind Sie sonst in irgendeiner politischen Organisation eingeteilt? Nein, ich bin nur im Militär eingeteilt. Sie haben gerade gehört, dass mich daran erinnern, das Dienstspiechen. Das Dienstspiechen sollte man einschicken. Hat ja schon lange sollen einrücken. Was kann man jetzt hier machen? Wo sind Sie eingeteilt? In der Territorialkompanie 304. Ja, Fräulein, gehen Sie mir doch bitte mit dem Kreiskommando. Ja, das ist am besten. Sagen Sie, Sie sollen der Frau Müller schreiben, Sie sollen ein Dienstbüchlein schicken. Sie weiß schon, was es ist. Sie ist im Kasten der obersten Schublade. Ja, du bist das einmal Dr. Grünauer. Ja, wir haben hier einen Delinquent in Haft, der seit einigen Tagen sollen einrücken sollen. Delinquent? Ja, er soll eine Personalie selber angeben. Moment, ich verbinde Sie. Ja, ganz. Los, Sie gehen Sie doch der Frau Müller schreiben, Sie sollen ein Dienstbüchlein schicken. Jo. Läppli. Theophil. Terner Arealkompanie 304. Sie, ich glaube, ich kenne den. Wie? Sie brauchen mich da nicht mehr zu suchen. Ich bin doch schon bei der Polizei. Die Polizei darf mich suchen. Das gibt einen schönen Schlamassel. Los, Sie brauchen mich da nicht mehr zu suchen. Bin doch da an der Quelle. Jo! An der Quelle saß der Knabe. Jo!
Das bist du der Stüder, Kari. Aha, nein, sie haben nämlich fast die gleiche Stimme, sie ist ihn doch nicht. Wie? Wie lang? Wie lange sind wir verhaftet sein, fragt er. Fragen Sie doch kein so blödes Zeug. Ja, das können wir jetzt noch nicht sagen. Blödes Zeug fragen da. Nein. Nein, also nicht wahr, es war ja so gewesen. Ich habe also gestern Nacht ahnungslos. Das heisst, angefangen hat schon gestern Mittag. Da habe ich... Nehmen Sie mal Platz. Kennen Sie per Zufall der Frau Müller ihren Käseladen am Bläsering? Hallo. Sie haben also den Fall schon der Polizei übergeben. Lass ihn denn nicht ausreden. Gut, ich will das Kapitel weiter. Ich danke schön. Jawohl. Danke dir vielmals. So, Sie werden morgen Morgen noch einmal verhört. Viersen an. Morgen Morgen um welche Zeit? Das werden Sie dann schon sehen. Dann wissen Sie, dass ich mich auch nicht verschlafe. Könnte es mir nicht den Wecker mitgeben? Fahren Sie jetzt ab! Nehmen Sie jetzt doch Herrn Blühbacher dran. Raus! Er hat doch morgen Geburtstag.